Name ist Henning Rothart. Wir bewirtschaften ein Milchviehbetrieb in Berlumer Wege im Landkreis Wittmund mit 240 Milchkühen und 160 Hektar landwirtschaftliche Fläche, wovon 100 Hektar Grasland sind. Ja, in der Automatisierung haben wir 4 Melkroboter momentan im Einsatz und eine automatische Fütterung, wo wir jetzt hier gerade befinden. Wir haben 2 Mischbehälter, die mit einem Greifer dann befüllt werden. Gefüttert wird 24 Stunden durch, wie beim Melkroboter letztendlich auch. Als Komponenten setzen wir momentan Grassilage und Maissilage an. Plus etwas Kraftfutter. Dann, ja. Blöcke befüllen tun wir die Futterküche 2-mal, vielleicht auch 3-mal die Woche. Den Mais eigentlich 3-mal die Woche. Eigentlich so teilen wir es ein, dass wir am Wochenende da eigentlich nichts mehr zu tun haben. Von Energiekosten her haben wir ungefähr 6 Euro am Tag, was wir an Stromkosten für die Mischer und für den Greifer haben. Und natürlich noch der Radlader und das füllende Futter mit. Quergang für die Strohbox läuft ja quer durch dann wieder. Die Strohkühe können auch hier von hinten rein und wieder raus.